Und herzlich willkommen zum dritten Tee der dritten Ausgabe von Tea and Talk, deinem Gesprächsformat mit meiner Wenigkeit inklusive dem Konsumieren eines heißen Aufgusses einer Kräutermischung. So kann man das doch umschreiben, wenn man das Ganze sehr schön blumig machen möchte. Wer das hier nicht kennt, das ist so ein bisschen, ich will es nicht Podcast-Format nennen, weil das würde dann fast schon zu professionell klingen, denn diese Tea- und Talk-Dinger entstehen auch wie diese kleinen Vlogs, die ich manchmal hochlade, meistens aus der Not. Das heißt, irgendwie ist irgendwo irgendwas schiefgegangen. Ich erzähle auch gleich, was genau es denn ist, und dann schüttel ich meistens sowas aus dem Ärmel. Das hier ist einfach nur ein kleines Plauderformat. Das heißt, ihr könnt währenddessen machen, was ihr wollt. Ihr seht mich nicht, ich unterhalte mich einfach nur ein wenig. Und da ich mache, was ich will mit diesem Video hier, könnt ihr auch währenddessen aufs Klo gehen. Ihr könnt einschlafen, ihr könnt spazieren gehen, ihr könnt joggen gehen. Ihr könnt das in der Bahn hören, im Auto. Heute ist die Teesituation ein bisschen anders. Ich habe ja den Tee bisher immer im Video direkt gemacht. Jetzt ist er schon fertig. Ich habe sogar schon einen Schluck genommen. Das liegt mit daran, dass ich die erste Aufnahme dieser Aufnahme hier abbrechen musste, weil ich gestört wurde. Und jetzt ist der Tee auch nur noch auf so halbgarer Trinktemperatur. Ich könnte ihn jetzt in wenigen Sekunden mit 2-3 langen Schlücken runterziehen. Ich nehme jetzt hier erstmal, weil wir sind ja schon bei fast 2 Minuten, den ersten Schluck für dieses Tea and Talk. Ja, er ist noch als warm zu bezeichnen, noch nicht lauwarm, aber auch nicht mehr so wirklich heiß. Da bin ich ein bisschen unzufrieden mit, aber das ist schon in Ordnung, jetzt nochmal einen zweiten Tee zu machen. Das wäre ja auch nicht sonderlich ökologisch, also von dem her passt das. Den Tee, den ich heute trinke, ist der weltberühmte Halswärmer, eine ayurvedische Kräuterteemischung mit Süßholz, Fenchel und Thymian. Trinke ich sehr, sehr gerne. Habe ich vielleicht auch schon mal in den, jetzt geht das schon los, dass ich mich nach 2 Episoden dieses Formates hier an nichts mehr erinnere. Aber den trinke ich recht häufig, weil als jemand, der ja viel spricht, hier durch die Videos bedingt und auch allgemein, da hat man dann schon öfters mal so ein bisschen kleine Problemchen mit dem Hals, und da beugt man dann lieber mehr vor, als dass man danach das große Grauen hat. Deswegen haue ich mir den dann schon öfters mal rein, wenn ich ein Kratzen im Hals verspüre. Und jetzt merkt ihr, weil ich ja am Anfang schon so ein bisschen erzählt habe, meistens geht hier und da irgendwas schief. Genau das habe ich auch aktuell. Ich verschleppe das, denke ich, schon so seit 2-3 Wochen, und das ist jetzt einmal schon so ein bisschen stärker ausgebrochen, als ich daheim war. Das passiert mir immer, wenn ich daheim bin, wenn der Körper dann mal, also nicht immer, aber schon oft, wenn ich daheim bin, dass wenn der Körper und wenn ich dann zur Ruhe komme und so ein bisschen keinen Stress drumherum habe und nicht so viel Arbeit, dann bricht halt das, was der Körper wahrscheinlich die ganze Zeit zurückhält, so ein wenig aus einem hervor. Ist auch gar nicht so schlimm, weil lieber passiert es da, als dass es zu einem Zeitpunkt passiert, in dem ich eigentlich aufnehmen möchte. Und dann ballere ich mich dann da meistens mit irgendwie hier Lutschbonbons und Tees und viel Ruhe zu, und dann ist das auch in Ordnung. Also man wird halt manchmal krank, wobei das bei mir viel weniger geworden ist. Also gerade 2016, da hatte ich sehr wenige längere, eigentlich gar keine große längere Krankheitsphase. Wenn ich jetzt so recht nachdenke, das hatte ich sowieso schon länger nicht mehr, dass es mich wirklich jetzt irgendwie für 2 Wochen komplett aus der Bahn geworfen hat. Da war ich früher doch schon eher ein Kandidat für, und 2017 ist jetzt nur so ein bisschen diese Halssache mit am Start. Ist aber nicht das Einzige, was mich aktuell plagt. Ihr seht, es geht so wirklich so ein bisschen los hier. Was war das gerade für ein Geräusch aus meinem Hals? Ich weiß es nicht, es liegt bestimmt am Halsweh. Ich trinke hier nochmal kurz. Also, das kam dann einfach jetzt raus über Nacht, denn ich war am Samstag oder Freitag, ich denke mal, es war eher Freitag, wollte ich ein bisschen weg, ein bisschen Party machen, ein bisschen celebraten, und da muss man ja dann auch öfters mal gegen die laute Musik in den Bars und Clubs anreden, wenn man sich unterhalten möchte, und da bin ich am Morgen aufgewacht und hatte echt ein ziemliches Stechen im Hals, wenn ich sprechen wollte. Zum Glück hatte ich für den Tag schon eine Aufnahme und konnte dann jetzt nochmal eine Nacht schlafen. Jetzt ist es auch schon besser, also ich kann reden, ohne jetzt groß Schmerzen zu haben, merke aber, dass noch was da ist, deswegen gehe ich es nochmal ruhig an. Wir wollen ja nicht irgendwie in so einer German Let's Play Situation landen, daran muss ich jetzt die ganze Zeit immer denken. Also, wer das nicht weiß, der gute Manu, der German Let's Play, der hatte ja eine ganz fiese Halssache. Bin ich jetzt auch nicht komplett informiert, was es genau war. Und das war wohl auch irgendwie was Bakterielles, Virales, das da noch irgendwie mitgespielt hat. Also jetzt nicht irgendwie bloße Heiserkeit. Aber seitdem hat sich bei mir schon so ein bisschen die Paranoia entwickelt, dass irgendwie das übers Internet übertragen wurde. Nein, Quatsch. Aber das ist natürlich dann so mit der schlimmste Fall, den man haben kann als jemand, der täglich Videocontent macht, aufnimmt und hochlädt, dass wenn es einen dann so umhaut, dass man nicht nur 1, 2, 3 Tage sich ruhig gönnen müsste, sondern
ein, zwei, drei Wochen, das ist dann natürlich schon eine heftige Number, aber manchmal muss es halt so sein, aber das ist jetzt nichts, was ich hier irgendwie an die Wand ran beschwören möchte. Ich habe eigentlich inzwischen immer ganz gute Wege gefunden, sowas früh zu erkennen und damit dann auch anständig umzugehen. Dazu kommt einfach nur, dass ich dann heute Morgen jetzt, also an dem einen Tag bin ich mit Halsweh aufgewacht und an dem zweiten Tag bin ich, also heute Morgen, bin ich aufgewacht und hatte mega die Rücken-Nackenverspannung, die jetzt auch noch da ist. Ist aber auch schon besser geworden. Ich habe dann einfach relaxed gemacht, lag erstmal noch so ein bisschen im Bett rum, da ist mir aufgefallen, ey, eigentlich soll man das bei Verspannung zumindest leichte Bewegung, wäre eine ganz gute Idee. Und dann bin ich eine mittelgroße Runde spazieren gegangen und habe so ein bisschen die Sonne genossen und habe eine heiße Dusche, schön Massagefunktion hinten drauf, bam, 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 bam. Ansonsten wollte ich noch über das Thema, weil es so schön passt, ich habe eine kleine Verspannung, also das ist jetzt keine, ich kann mich übrigens bewegen. Angepasst zu diesem Thema, dass ich eine leichte Verspannung habe, wollte ich über das Thema Entspanntheit sprechen, denn als ich so durch die Stadt flanierte heute an diesem frühsommerlichen Tag, also es ist ja wirklich schon richtig heiß draußen, 17 Grad waren es, 17, 18 Grad fast, und wenn ich jetzt auch hier mal so kurz mein Handy aufrufe und da in die Wetter-App hineinspringe, dann sehe ich da, ja, guck dir das mal an, ey, 18, 21 Grad hier schon teilweise, nächsten Donnerstag 22, Freitag 21, also unter 16 Grad fällt das hier zumindest bei mir nicht mehr. Und das ist schon eine ganz schön knackige Nummer, also der Frühling, der ist eindeutig da. Und das hat mir schon auch so ein bisschen so einen schönen Boost gegeben. Also ich habe auch kein Problem mit relaxterem Wetter, mit ein bisschen Regen. Aber so gerade diese Frühlings-Herbstphase, in der es noch nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt ist, die mag ich sehr gerne. Und da lasse ich mich dann auch gerne mal so ein bisschen von positiven Vibes mitreißen. Ja, jetzt wollte ich gerade irgendeinen Dead Adam-Gag bringen. Wegen positiven Vibes. Aber mir ist kein super lustiger eingefallen. Hatte ich neulich mal wieder, dass ich die Chrome-EP von den Jungs mir angehört habe, habe mir Kopfhörer reingesteckt und dann bin ich ein bisschen zu Dead Adam beim Wäschemachen in meinem Wohnzimmer herumgetanzt. So viel zu dieser Anekdote. Ja, während ich da halt rumflanierte, ist mir so aufgefallen, dass abseits von der Verspannung ich mich aktuell in einer sehr unentspannten Phase befinde. Das hat natürlich auch immer viele hier und da mal so ein bisschen private Gründe, und also hat man ja immer im Hintergrund, ob man es glaubt oder nicht, man führt ein Leben neben der ganzen anderen Sache, aber das wissen die meisten inzwischen schon, dass auch YouTuber vielleicht leider keine Videoproduziermaschinen sind, was heißt leider, natürlich keine Videoproduziermaschinen ohne Gefühle sind, sondern dass da auch immer im Hintergrund einiges passiert, sei es jetzt in Ausrichtung des privaten Lebens oder allgemein, wie man das beruflich mit YouTube alles macht und. Da gibt es ja wirklich immer viele, viele Punkte, mit denen man sich beschäftigen und über die man sinnieren kann, über die man hirnen kann, kann man ja auch so ausdrücken. Kennt das hier jemand, den Ausdruck, du hirnst darüber zu viel? Wenn ich unangekündigt Tee trinke, dann schlürfe ich, damit ihr es einordnen könnt. Ja, das ist mir irgendwie so aufgefallen. Ich bin so rumgelaufen, dass irgendwie, also viele Themen, Dominik, nimmst du in letzter Zeit vielleicht ein bisschen zu ernst. In den Videos merkt man das nicht so. Ich bin eigentlich mit den Videos oder der Art, wie sie kommentiert werden, ich hätte gern mal wieder irgendeine Art Serie oder der Zeit fällt es einem wieder so ein bisschen schwer, passende Spiele zu finden. Aber so grundlegend mit der Attitüde und der Machart der Videos, wie das vermittelt wird, bin ich eigentlich aktuell zufrieden, und da kommt auch keine Unentspanntheit rüber. Aber so im privaten Feld, vielleicht kam das auch so ein bisschen mit dem Winter und dem ganzen Grau und dem ganzen Regen, aber da kam mir das so ein bisschen so vor, ey, irgendwie vieles nimmst du unentspannt in letzter Zeit. Du machst so viele Gedanken über viele Sachen, ob das passt und jenes passt, und da wird es mal für mich wieder Zeit, mehr Leichtigkeit in mein Leben hineinzubringen. Warum ich das erzähle? Einfach, weil es ja vielleicht bei euch auch so sein könnte. Ich bin jemand, der gerne reflektiert, und wenn man das immer wieder tut, dann hat man genau solche Momente wie den ich jetzt hier vorher beim Spazierengehen hatte, dass einem mal so auffällt, dass man eigentlich eine Sache macht, die man so gar nicht so richtig gut findet, die man eigentlich auch gar nicht ausdrücken möchte als Charakter, als Person, und die einem auch einfach nicht gut tut. Also Unentspanntheit, wie ich es jetzt einfach mal ausdrücke, da gibt es natürlich Themen im Leben, die muss man ernst und seriös angehen, aber man fährt dann doch meistens die bessere Schiene, wenn man sich einfach von wenigeren Dingen aus der Ruhe bringen lässt und da erstmal relaxter rangeht und das Ganze entspannt betrachtet. In Perspektive sieht, rauszoomt. Das kann man natürlich auch auf ernste Art und Weise, aber ja, mal wieder irgendwie ein bisschen entspannter an ein paar Sachen rangehen. Das ist so
da will ich hin. Ich meine, bei mir verändert sich jetzt höchstwahrscheinlich auch in den nächsten Monaten wieder so einiges. Ich hatte das im Dezember schon mal in einem Video so ein bisschen angeteased, dass ich die ein oder andere Entscheidung in die ein oder andere Richtung getroffen habe. Aber da möchte ich dann immer erst drüber reden, wenn es auch wirklich soweit ist. Weil das habe ich schon auch gelernt. Im Vorfeld über viele Dinge reden, die dann am Ende nicht passieren, das ist nicht gut. Und das will ich auch nicht. Ich will die Sachen schon dann, die ich euch ankündige und die ich euch präsentiere, durchziehen. Im letzten Tion Talk habe ich zum Beispiel über diese Nokia-Videoreihe geredet. Die habe ich inzwischen gemacht. Nur die neue Folge Coffee and Comments. Die habe ich immer noch nicht zustande gebracht. Das steht aber immer noch auf der Liste. Liegt aber natürlich auch mit daran, dass ich im Wohnzimmer noch ein bisschen was verändert habe. Ich habe da jetzt einen leeren Schrank stehen. Hat da vielleicht in 20 Minuten sein Video gesehen, aber das wollte ich auch unbedingt machen. Man hat ja immer so ein paar Sachen auf der Liste, die man irgendwie angehen möchte. Ich frage mich gerade, was all die Zuschauer sich denken, denen ich am Anfang hier vielleicht nicht ausführlich genug erzählt habe, was das für eine Art von Video ist und die sich jetzt völlig wundern, warum führt der Kedos da gerade irgendwie so ein kleines psychologisches Gespräch mit uns? Ist das hier sein persönliches Audio-Diary? Aber es kommt nicht mehr so oft vor, doch manchmal habe auch ich noch gerne das Bedürfnis, ein wenig über Persönliches zu plaudern und euch damit vielleicht ein bisschen was auf den Weg mitgeben zu können. Heute ist die Message, nehmt die möglichen positiven Vibes des Frühlings und des Sommers in euch auf und seht die Dinge vielleicht etwas entspannter, um weniger Verspannung in eurem Körper zu provozieren. Ich bestelle mir jetzt noch 15 gut aussehende Masseusen zu mir in die Wohnung. Und wird es aber vielleicht schon fast ein bisschen eng. Lass mal das Thema einfach. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Abend und einen guten Start in die Woche. Und wir sehen uns dann auf alle Fälle morgen wieder. Ich weiß nur noch nicht, in welcher Form. Und ich hoffe, dass ich dann auch Dienstag endlich mal wieder den Video-Upload ab und zu auf 2 Videos am Tag hochstöpseln kann. Denn das liegt mir auch schon lange im Hinterkopf. Das haben wir eigentlich eine Woche ganz gut durchgezogen. Und dann durch Vorproduktion und so musste ich das leider wieder pausieren. Würde ich aber auch gerne wieder ansetzen, weil das auch ganz schön war, einfach so viele Sachen auf dem Kanal machen zu können. Weil so 2 Videoslots am Tag bieten einem natürlich logischerweise doppelt so viele Möglichkeiten. Ja, ich trinke dann jetzt meinen Tee aus. Und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.